2104 Washington, New York Penn Station. Fahren Sie einen Exceller Express Passagierzug von Trenton nach New York Penn Station. 601,9 Tonnen, 8 Wagen im Zugverband und 217,6 Yard. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Trenton World 3 mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spieters. Ich würde sagen, wir beginnen. Türen entriegeln, Richtungswender nach vorne verlegen. Das machen wir schon mal auf. 30 mph fürs Erste. Dann gehen wir kurz hinter. Denn wir müssen noch die Zugsicherungssysteme einstellen. Das da wären das, das und das. So, machen die Tür zu. Setzen uns wieder auf unseren Sitz. Denn wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. So. Das ist soweit alles aktiviert. Gut, dann brauchen wir hier nichts machen. Das ist auch aktiviert. Genau. Dann wären wir soweit. Können uns hier noch ein wenig außen umsehen. Sollen noch bis 57 warten. Dann tun wir das. Stehen hier in Washington. Trenton. Ein sehr schöner Bahnhof. Und ein sehr schöner Zug, wie ich finde, auch. Aber den habt ihr ja schon in meinem vorigen Video bestaunen dürfen. First Class. Da steht es Exceller Express New York. Das ist unser Ziel. So, dann haben wir gleich Ausfahrt in ein paar Sekunden. Wunderschön. Wunderschön. Machen die Türen zu. So, dann lösen wir die Bremse. Und schalten langsam auf. Auf geht's nach Newark. So, können schon mal ein wenig aufschalten. Wunderschön, diese Strecke. Wunderschön. Dann dürfen wir gleich schon 135 mph. Starten wir direkt mit Bissgeschwindigkeit fast. Und ihr seht, ich habe mir das jetzt, wie gesagt, oder wie versprochen, mit dem Zugsicherungssystem habe ich jetzt endlich aktiviert. Aber was kommt das denn da entgegen? Ah, sehr schön. Wunderschön. Wunderschön.
Schönstes Wetter, aber wer weiß, wie lange das so bleibt. Ihr habt es gestern gesehen, wie schnell das auf einmal geht, dass es anfängt zu regnen, sogar zu schneien. Von daher will ich mir da nicht zu viel von versprechen. Neigetechnik, wunderbar. So, dann dürfen wir gleich die Höchstgeschwindigkeit. 150 km/h entspricht ungefähr 240 bis 250 km/h, wie dieser Zug fährt, Höchstgeschwindigkeit. So, und dann wird es gleich umspringen. Ist schon. Wunderbar, Höchstgeschwindigkeit. Wie seht es da oben rechts? Clear 150. Das heißt, die nächste Zeit dürfen wir auf jeden Fall erstmal 150 fahren. Die Strecke ist frei. Grün, das ist sehr schön. Oh, Zugüberholung, wunderbar. Sehr, sehr schön. Schöne gerade freie Strecke, perfekt. Hätte ich gar nicht gedacht, aber diese amerikanischen Strecken, die sind auch richtig schön zu fahren. Hätte ich so nie für möglich gehalten. Aber wenn man sich das mal wirklich anschaut und ausprobiert, also muss ich wirklich sagen, wunderschön. So, gleich 145. Das sollten wir hinkriegen. So, haben wir das auch schon mal erledigt? Und dieser Alarm, der da dauernd aufleuchtet, das ist der Art praktisch so wie die so eine Art deutsche SIFA. Das auch, da muss man halt bestätigen. Wenn man das nicht tut, dann gibt es die sogenannte Zwangsel, ganz genau wie in Deutschland. Oh, 130, um Gottes Willen. Da müssen wir jetzt aber mal ein bisschen nachhelfen, sonst
Jetzt wird jetzt ein bisschen kritisch. Wenn man da nicht genug. Jetzt hat er keine Leistung. Gleich wieder 145. Also diese Zugsicherungssysteme sind auch sehr, sehr schnell erlernbar. Es gibt leider keine Einführung dafür. Ich habe vorhin mal das Trainingsmodul abgeschlossen für diesen Zug. Aber dort ist wirklich nur oder die Einführung des Zuges allgemein. Keine Zugsicherungssysteme, die dort zur Einführung kommen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ist wie gesagt nicht schwer. Ist sehr schnell erlernbar. Wie ihr seht, das ist jetzt nicht besonders schwer. Da braucht man eigentlich nur einen Knopf drücken. Jedenfalls bis jetzt. Ist ganz genau der gleiche Knopf wie bei den deutschen Zügen, die SIFA. Den Q-Knopf. Den muss man halt dann bestätigen, wenn das Rufzeichen aufleuchtet. Und dann passiert auch nichts weiter. Und dann fahren wir hier schön durch das amerikanische, durch die amerikanische Wildnis, hätte ich fast gesagt. Hier ein schöner kleiner Güterbahnhof wird das wohl sein. Würde ich jetzt mal tippen. So, gleich 130. Das heißt, wir gehen da jetzt schon mal hin. So, das haben wir auch erledigt. Ich habe das Gefühl, das Wetter verändert sich. Aber das ist jetzt nur mein Eindruck. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird dunkler und die Sonne ist nicht mehr so. Aber kann auch täuschen. Ist denn jetzt Overspeed? Wieso Overspeed? Ich jetzt nicht so ganz verstehen. Da waren wir vielleicht doch etwas zu schnell. Da waren nur noch 124 mph erlaubt. Wir waren dann noch etwas drüber. Und deswegen der Alarm oder die Warnung Overspeed. Und der Zug hat gebremst. Aber das konnte man durch Druck der Taste Q abwenden. Also das finde ich schon recht gut, dass man das, dass das hier eingebaut wurde, dass man das ja durch Tastendruck dann doch noch abwenden kann, die vollständige Bremsung. So, dann sind es noch 22 Meilen bis. Schon wieder Overspeed. Gibt's doch gar nicht. So Overspeed. Was ist jetzt los? Ach, wir sind voll über.
Das ist wirklich kompliziert manchmal. So, 45 auf einmal. Okay. Mitten auf gerader Strecke. Muss ich jetzt nicht verstehen, aber ist halt so. Das dürfen wir wieder schneller, oder wie? Nee, da steht doch 45. Maximum Authorized Speed 45. Also maximal autorisiertes Tempolimit 45. Warum auch immer. Na gut, warten wir mal, bis das da oben abläuft, bis wir da die 110 fahren dürfen. Vielleicht ändert sich das dann. Vielleicht nehmen wir auch gerade einen Gleiswechsel vor. Ich weiß es hier nicht. Nee, das nicht. Noch bleiben wir bei 45. Doch jetzt ein bisschen komisch. Sonst dürfen wir schneller. Machen wir aber direkt 95, weil wir gleich auf 95 gehen. So. Weil in einer Meile 95. So, dann sind es noch 18 Meilen. Gleich 110. Und dann wieder 105. Dann gehen wir mal direkt auf 105. So. Oder 10.
Noch hält sich das Wetter. Schauen wir mal, ob es bis New York noch so bleibt. So, und diesen Sieferknopf bzw. diesen Alarmknopf da, der da dauernd aufleuchtet, hier muss man wirklich drücken, weil sonst wiederholt es sich, ich glaube, ein, zwei, drei Mal. Und wenn man da nicht gedrückt hat, dann gibt es wirklich die Zwangsel, ganz genau wie beim deutschen Vorbild bzw. beim deutschen Zug. So, dann dürfen wir gleich 125. Wunderschön. Wunderschön. Und hier scheint irgendwie ein Strom weg zu sein. Wie sehr hört das? Umspannungswerk oder sowas. Wunderschön. Wunderschön. Hört sich auch richtig gut an. Wahnsinn. Achtzig. Die Leistung weg. Dann helfen wir mal ein bisschen nach hier, weil sonst sieht das nichts. So, hat das auch geschafft? Dann sind es noch 6,7 Meilen. Ah, da kommt ein Gegenzug, sehr schön. Oder der Gegenzug. Wahrscheinlich gerade auch in New York.
Trenton gestartet. Beziehungsweise New York Penn Station. Penn Station, so. New York Penn Station, so heißt es. Hier kommt auch wieder sehr schön die Neigetechnik zum Tragen. So, 110 dürfen wir dann noch mal. Oh, 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 schon wieder über Overspeed, um Gottes Willen. Warum denn? Verstehe ich nicht. Manchmal ist es komisch, da fährst du. Naja. Da hast du gerade beschleunigt, weil die Geschwindigkeitsvorgabe höher ist. Und dann plötzlich hast du wieder eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Das muss mir mal jemand vormachen. Naja, Gott sei Dank kann man das alles noch abwenden. Also es gibt keine komplette Bremsung, so wie bei den deutschen Formaten. Finde ich schon mal richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Bleiben wir jetzt einfach mal bei 70, da müssen wir sowieso gleich hin. Sind wir auch gleich schon da? Also ich werde, glaube ich, nicht bis New York fahren, je nachdem, wie lange, wie weit das gleich noch ist. Gucke ich gleich mal auf den Plan. Ansonsten werde ich das Video einfach gleich teilen. Weil das wird sonst auch einfach zu lange. Ist jetzt schon eine halbe Stunde zu Gange. Ist das denn? So, gleich 35. Boah. Dann sind wir auch gleich da.
In 0,8 Meilen. Wieso denn schon wieder Overspeed, ey? Ich versteh's nicht. War ich nicht schnell genug bei 35 anscheinend. Und deswegen hat er dann gesagt Overspeed. Auch nicht schlecht. Schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Das lassen wir uns hier einfach reinrollen. Besser ist das. Pünktlich sind wir auf jeden Fall. Das ist gut. So, versuchen wir da einigermaßen auf der Markierung zu halten, das wäre schön. Sehr schön. Wir entriegeln die Türen. Dann gehen wir mal nach draußen hin. Schauen uns hier ein wenig um. Gucken wir ganz kurz auf den Plan, wie weit wir jetzt noch zu fahren haben. New York Penn wäre um 10.46 Uhr. Ich würde sagen, wir machen das in zwei Teilen. Das heißt, ich beende das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn nicht, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum zweiten Teil. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.